Grüß euch vom Team Gerecht Innsbruck. Heute kurz vor der Fahrt zum Mühlauer Maifest. Kommender Mittwoch, Gemeinderatssitzung. Thema der Aktuellen Stunde von den Grünen vorgegeben. Scheitern der Bundesregierung. Was bringen Neuwahlen für Innsbruck? Jetzt dreh ich mal das um und sag, was bringen Neuwahlen in Innsbruck? Das würde sehr, sehr viel bringen. Und zwar, da geht es um Folgendes. Sehr, sehr viele dieser alten Akteure, dieser sogenannten Experten, denen wir dieses finanzielle Desaster und diesen Schuldenberg, diesen wahnsinnig großen, zu verdanken haben, sitzen immer noch im Regierungsboot. Die sind immer noch dabei. Und eins kann ich euch versprechen und garantieren, wenn eine Neuwahl werden und jetzt nach diesem Batscher-Kofel-Bericht, der jetzt kommt nachher, die Karten auf den Tisch legen, dann würden diese Akteure sicher nicht mehr von den Innsbrucker Bürgern in den Gemeinderat hineingewählt werden. Das würde ein sehr großer Vorteil, weil sehr, sehr viele, denen wir das zu verdanken haben, immer noch da drin in den Regierungsreden haben. Lieber Bürgermeister Georg Willi, du bist ein hochanständiger Mensch. Du bist von allen geschätzt in Innsbruck. Jeder sagt, das ist ein Bursch, ein anständiger, ein ehrlicher. Wenn nach dem Batscher-Kofel-Bericht des Kontrollamtes die wahren Schuldigen feststehen, liegt es an dir zu handeln. Und da kannst du nicht mehr sagen, ja, ist schon mal gewesen, war vor meiner Zeit. Wir sind den Innsbrucker Bürgern schuldig, die wahren Schuldigen letztendlich nicht mehr in die Regierung zu nehmen. Und zu sagen, danke, das war's. Und die haben auch dann zu haften. Weil das, was da mit unserem Geld betrieben wurde, das war ein Wahnsinn. Wir fordern im kommenden Gemeinderat am Mittwoch, dass zum Thema Batscher-Kofel ein Sondergemeinderat einberaumt wird, weil es zu wenig ist, das auf einem Tagesordnungspunkt in 2 Stunden abzuhandeln. Die Innsbrucker Bürger haben sich verdient, dementsprechend informiert zu werden, was da alles schiefgelaufen ist. Kommt vielleicht, kommender Mittwoch, 15 Uhr Plenarsaal, zum Gemeinderat, schaut euch das selber an. Wir sind guter Hoffnung und ich sage euch gleich, die Wahlen in Innsbruck stehen ins Haus, die kommen früher, wie manchen Akteuren lieb ist. Wir sind bereit, wir haben unsere Plakate bereits im Druck. Servus Innsbruck und Servus Tirol.